Hallo, Hall hier und willkommen zurück bei Tavern Conflict. Wir suchen noch weiterhin die Argonen. Dort muss irgendwo das Tor sein. Da. Weil die müssen doch irgendwo hier sein. Da gibt's doch nicht. Ich möchte auch zur Terror Corp und Sprungantriebe kaufen. Und alle meine Schiffe dahin beordern, damit die auch alle Sprungantriebe kaufen. Ab dem Moment, wo die sehen, dass es hier irgendwo Sprungantriebe gibt, da fliegen sie sowieso automatisch dahin. Bin ich noch ein zu weit rechts? Wolken der Atreus. Ich muss, glaube ich, noch einen weiter nach Westen. Ganz sicher bin ich mir damals auch nicht. Bin ich jetzt angegriffen oder darf ich hier weiterfliegen? Erweiterter Satellit ausgeworfen. Ist hier noch der Pirat? Nö, ist weg. Also, was will er denn? Ich werde mal noch einen nach da fliegen. Wenn da jetzt ein Tor in der Richtung ist, ne? Aber Anzahl schiffsmäßig sieht das gut aus. Da ist das Tor. Versteck dich nicht. Fliege durch. So, Westtor. Fliegen wir von dort ein runter oder so? Ja, das kommt mir jetzt wirklich bekannt vor vom Namen. Jetzt müsste ich nur noch mal genau wissen, wo lag das rote Hauptquartier? Terra Corp. So, Terra Corp gibt's hier schon mal. Das ist ja schön. Erweiterter Satellit, Auswurf, ein, okay. Nach Norden? Nee. Aha. Nach Süden? Nach Süden? Nach Süden. Ich versuch's nach Süden. Weil das kommt mir hier von der Karte, glaube ich, eher so vor. So, warte mal. Irgendwo hier in dem Bereich müsste es sein. Hier ist das Boronengebiet. Das ist nicht groß. Das ist hier nur oben sozusagen die erste Reihe. Und dann kommen hier, glaube ich, die Argonen. Wenn ich das alles noch richtig im Kopf habe. Linie der Energie. Jau, genau. Da drunter. Und dann, glaube ich, noch zwei tiefer. Dann sind wir bei den Sprungantrieben. Ah, ich wusste doch, ich bin hier richtig. Erreiche System. Linie der Energie. So, mittig fliegen. Letzten Satelliten auswerfen. Und dann hoffen wir, dass wir Argon Prime. Lass das Argon Prime sein. Sonst habe ich wieder falsch gedacht. War das nicht südlich von Linie der Energie? Finden es raus? Nein, war es nicht. Na! Das ist leer. Ja. Ihr seht viele kaputte Stationen. Das hat irgendwas storymäßig hinter sich. Das war in Reunion auch schon alles zerstört und ich habe gerade keine Ahnung. Vielleicht aus dem zweiten Teil, den habe ich nie gespielt. Ansonsten kenne ich nämlich nur X-Beyond the Frontier. Den ersten, und den hatte ich auch nur grob angespielt.
Also storymäßig bei weitem nicht. Terracorp Hauptquartier. Na, also geht doch. So, da möchte ich jetzt gerne andocken. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Und ja. Dort gibt es jetzt den Sprungantrieb. Wenn ich Geld habe, kaufe ich den auch gleich. So. Andockvorgang erfolgreich. Handel. Präsidenten und Senators. Bioscanner brauche ich nicht. Hier gibt es auch die MK3. Ist genauso toll. Schluss. Haben wir. Transporter haben wir. Sprungantrieb, da ist er doch. Ich Blindfisch. So. Wir haben einen Sprungantrieb. Wir können noch die Argon-Polizeilizenz kaufen. Kriegen wir Geld, wenn wir hier in der Ecke wenigstens Piraten abschießen. Und jetzt ist die Frage, gibt es hier... Nein, gibt es nicht. So, Norden, Argon Prime. So, mehr wollte ich doch gar nicht. Ja, wenn ich hier J drücke, wenn ich die Cisna aktivieren möchte, in der dann springt er immer zum Jupiter. Weil in der Galaxiekarte kann man wohl anhand eingegebener Buchstaben nach Galaxien suchen. Ist ja eigentlich ganz nett, aber gerade ein bisschen störend. So. Argon Prime. So, von da geht es wieder in die Linie der Energie. Da kommt man ja einfach mal. So, nur mal, dass das gesehen hat, das Tor. Gibt es nach Norden keins? Doch, da. Hier ist immer voll. Erweiterte Satellitenfertigung Alpha. Wie viele hast du? 4. Direkt andocken. Die brauche ich. Dann kann ich hier auch gleich wieder was setzen. Die wichtigen Systeme wieder, ne? Dann kann ich die Händler hier gleich nachher, wenn ich wieder offscreen bin, alle Händler erstmal hierher schicken. Zur Terracorp, Sprungantriebe kaufen lassen. Es ist immer schön, ja, wenn die alle Sprungantriebe haben, können die dann alle erstmal hier in der Gegend oder dann können sie ja theoretisch überall handeln. Ne? Aber dafür brauchen sie halt erstmal auch die Sprungantriebe. So, flieg erstmal mittig. Teil setzen. Hier ist auch alles wieder schön voll, toll. So muss das sein. F, Satellit, auswerfen, ein, okay. Fliegen wir noch einen nach Norden. Machen dann erst den Schwenker nach Westen. Weil mir geht es halt darum, erstmal ein kleines Gebiet jetzt abzugrenzen. Man sieht ja, hier sind die Tore alle, also haben die Systeme mehrere Tore und nicht nur zwei, wie da hinten in unserer sonstigen Ecke. So, hier können die nämlich dann alle schön zusammenhängend handeln. Kürzere Wege. Ist halt wichtig. So. Schnell, bevor wir dagegen fliegen, einmal bitte auswerfen. Und dann nach hier. Da gibt es kein Tor. Was habe ich jetzt gedrückt? Waffenkontrolle. Falsche Taste. Ach komm, da erzähle ich gerade noch mal, dass das hier immer so cool ist, weil überall Tore sind. Ja, und ich habe recht. Wusste ich es doch. Natürlich, ich habe immer recht. Wer hat das jemals in Frage gestellt? Jetzt müsst ihr eigentlich mal gucken, sind alle unsere Händler noch da? 2, 4, 6 Schiffe sind angezeigt. Kaufe Energie, verkaufe Energiezellen, kaufe Weizen, kaufe, verkaufe Erz, kaufe bla. Was wollen wir mehr? Alle am Kaufen.
Also, auch hier einmal bitte mittig setzen. Satelliten auswerfen. Vor allem muss ich gucken, da hinten, wo wir jetzt ja zuerst waren, da gibt es ja eine Kristallfabrik. Etwas, was ich hier auch noch brauche. Eine gut funktionierende Kristallfabrik. Sonst haben wir ein Problem, wenn wir unser eigenes Kraftwerk nachher an den Start bringen wollen. Denn da gibt es Unterschiede. Die Kraftwerke bei der KI brauchen keine Ressourcen. Die haben als sekundäre Ressource nur die Kristalle angegeben, aber nicht als primäre. Das heißt, sie produzieren auch Energie, ohne dass Kristalle vorhanden sind. Bei einer eigenen Station, so ein Kraftwerk, muss man jedoch Kristalle haben, damit die Energiezellen erzeugt werden können. Das wurde so gelöst, auch wenn es ein bisschen unfair ist, einfach aus dem Grund, wenn die KI mal beim Handeln zu doof ist, was vorkommt, dann bricht nicht beispielsweise, eine Kristallfabrik wird nicht beliefert mit Energiezellen. Kristallfabrik bricht zusammen, stellt nichts mehr her. Aufgrund der fehlenden Kristalle brechen dann vielleicht 3 Solarkraftwerke zusammen. Dadurch wieder noch weniger Energiezellen, noch mehr Fabriken fallen aus und nach wenigen Tagen war es das dann für die gesamte Wirtschaft. Weil immer mehr Kristallfabriken ausfallen, dadurch immer mehr von den Kraftwerken und dann ist halt vorbei. Um das zu verhindern, hat die KI halt den Vorteil, nicht alles zu brauchen. So, jetzt muss ich da, glaube ich, nochmal durchfliegen. Sonst weiß der nicht, dass die da durch können. Was eigentlich egal ist. Was ist, wenn ich jetzt aus Süden fliege? Wolkenbasis Südwest. Und von dort aus nach Osten ist, glaube ich, der Erzgürtel, wo ich nachher meine Station bauen möchte. Da habe ich bisher immer meine Station angefangen zu bauen, weil Erz verkauft sich relativ gut. Und ja, um mehr geht es eigentlich gar nicht. Erz verkauft sich gut, da gibt es auch gute Asteroiden, wo wir uns halt nachher noch drum kümmern werden müssen. Da muss ich nochmal gucken. Normalerweise ist Asteroidenforschung ein ganz, ganz, ganz undankbarer Job. Ha, ich wusste es. So, wenn ich jetzt nämlich so einen Asteroiden habe, kann man den scannen. Und dann scannt er den Siliziumausbeute 26. Dann so hat man ja zum Beispiel jetzt hier eine ewig lange Asteroidenliste und sieht dann, ach guck mal hier rüber, der hat 26. Und das müsste man mit all diesen kleinen Satelliten machen. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger Job. Ich bin gerade am Überlegen, weil eigentlich hieß es, warte mal, nochmal nur 8, also über 25 sollte es haben. Und jetzt bin ich nämlich gerade am Überlegen, hier oben, in dieser Ecke, in der Nähe vom Nordtor, da hatte ich bisher immer unglaubliches Glück. Da möchte ich jetzt erstmal hin. So mit 70 plus Asteroiden. Also 25 ist, nennen wir es Standard. Hier ist 64. Das ist schon mal gut. Jetzt rase ich hier gleich rein. Ja,
Den kann ich nicht mehr scannen, ist der schon weg? Markiere als Ziel. Halt, ich, was hier? Scannen? 18? Nö. Fliegen wir mal da. Man darf nur nicht zu weit nach Norden gehen. Das sage ich jetzt auch schon mal jedem, der vielleicht auch nicht im Erzgürtel war. Hier oben ist irgendwo eine Piratenbasis versteckt. Nee, auch nicht. Asteroid. Habe ich jetzt nur den 64er hier? Der ist jetzt ja nicht so schlimm, aber... Ich dachte, ich hätte einen 70er hier mal gehabt. Aber ich kann mich auch irren. Obwohl, nee, ich hatte ja vorher festgestellt, dass es sowas bei mir nicht gibt. 13. Markiere als Ziel, dann fliegen wir nochmal zu dem. Also, ja, man sieht es, sowas zieht sich. Unter 10 Kilometer kann man den scannen. Und hier gibt es halt ordentlich Asteroiden. Und es gibt wohl die Möglichkeit zu sagen, macht das automatisch. Und da weiß ich gerade nicht, wie. Das geht aber bestimmt nicht mit dem eigenen Schiff, sondern nur mit einem Fremdschiff. Also einem NPC-Schiff, dem man den Befehl gibt, scanne die ganzen Asteroiden. Mit dem eigenen geht es anscheinend nicht. Egal, wir fliegen jetzt hier durch. Ich werde die Sektoren, die wir jetzt hier haben, das sind jetzt noch nicht alle, aber immerhin ein paar. Man sieht aber auf alle Fälle, es ist hier weit näher zusammen als dahin. Werde alle meine Schiffe hier, Heimat des Lichts, ich muss da noch den Weg entdecken, Heimat des Lichts ausrüsten mit Sprungantrieben und die dann weiter handeln lassen. Alles mit Satelliten noch ausstatten und dann passt das. Hier unten dann halt noch, ja, Asteroiden forschen. Mal gucken, ob wir da ein paar gute finden. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.